Die Geschichte hinter diesem Foto ist unfassbar verstörend. Und zwar wurde dieses Bild, welches ihr gerade seht, bei einer Antikriegsdemo zum Vietnamkrieg in den USA gemacht. Das Besondere kommt allerdings jetzt, denn ihr seht auf dem Foto einen Polizisten und eine gruselige Person hinter ihm, die eine Schweinemaske trägt. Zum Zeitpunkt des Fotos sagte der Fotograf, aber auch umstehende Personen, dass sie niemanden mit so einer verstörenden Schweinemaske oder einem Schweinegesicht gesehen hatten. Alles, was sie bemerkten, war, dass als sie das Bild gemacht hatten, sie ein gruseliges Flüstern hörten, welches auf einmal dafür sorgte, dass der Polizist auf dem Bild verstört guckte und ganz langsam wegging und sich von den Massen entfernte. Laut der Legende um dieses Bild wurde der tote Körper des Polizisten 2 Tage später gefunden. Das Besondere war aber, dass seine gesamte Haut von seinem Körper gezogen wurde.